So, liebe Freunde der gepflegten Strategie, schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Let's Play. Und ich freue mich, dass ich mal seit 1,5 Jahren ohne Krieg bin. Naja, gut, mal abgesehen von Norwegen und Marokko, das ist zu vernachlässigen. Und hier mal ein paar Dinge aufarbeiten kann, die ich doch vernachlässigt habe. Unter anderem habe ich hier fleißig Schiffchen gebaut, die ich jetzt mal alle zusammenfügen will. Aber das ist gar nicht so einfach. Offenbar muss ich sie hier doch einzeln anklicken. Shift geht auch nicht. Na gut. Müssen wir jetzt mal ein bisschen Kleinkram erledigen. So, das dürfte es gewesen sein. Aber ich glaube, ich baue gleich noch mal hinterher. Und zwar jetzt erstmal aufs Maximum, was ich so unterhalten kann. Das heißt noch 5 Schiffchen. 5 Karavellen. 1. Okay, und dann sehen wir erstmal weiter, ne? So, wir sind Regierungstechnologie 20. Ich will mal schauen, wie schnell wir denn die 21 kriegen bis November 56. Oh ja, das geht ja Schlag auf Schlag. Und bei der 22 kriegen wir dann eine neue Idee. Gut. Sehr schön. Okay, der Kolonist war natürlich auch erfolgreich. 620 haben wir dort. Ein Level 2 Händler, das ist nicht so dolle. Und wir können mal wieder ein bisschen bauen und ich tue mal wieder was für die Manpower natürlich, indem ich Rüstkammern, einfach nur Rüstkammern baue. Eine und noch eine. Ja, und wir haben wieder einen Kolonisten, da muss ich gut aufpassen. Der wird dann sofort wieder nach New Örebro geschickt. Damit wir möglichst bald diese beiden hübschen Provinzen erobern können. Achso, hier können wir mal unsere Flotte zusammenführen. 44 Schiffe, davon 25 Großschiffe, okay. So, Handelsausweitung. Unsere Freihandelspolitik ermöglicht unseren Händlern die Ausweitung unseres Handels. Prima. Ein Händler mehr in Bremen. Na gut. Das ist jetzt nicht so toll. Ein Naturwissenschaftler interessiert uns auch nicht. Gottes Strafe? Die Kirchenälteren sind der Ansicht, dass uns unser barmherziger Herr für die sündige Politik humanistischer Toleranz bestraft. Sicher ist jedenfalls, dass sich der Otto Doxe Glauben in unserem Reich ausbreitet. Och nö. Bester Gotland wird orthodox. Oh nein, die waren doch schon reformiert. Och, ihr seid aber auch Deppen. Ah, naja, gut. Halt, aber ich kann ja auch schon wieder einen Missionar schicken und der wird gleich glatt nach Westergotland geschickt. So was lassen wir uns noch nicht gefallen. So, okay. In Stockholm haben sich Eingeborene erhoben, unsere friedvolle
Siedlung angegriffen. Uiuiuiui. Da sind es jetzt nur noch wieder 253 Einwohner. Ja, die kommen nicht so richtig voran. Ja, da sind viele, viele Eingeborene. Mal sehen, ob wir damit zurechtkommen. So, hier haben wir jetzt vor. Ach so, hier haben wir vor zwei. Hier haben wir vor zwei. Swedes Büro ist noch so ein Kandidat. Da baue ich auch noch vor zwei. Also ich bin da ein absoluter Defensivfreund. Und befürchte, dass der nächste Kolonialkrieg. Ja. Auch bald schon bevorstehen wird. So, die Kolonisierung war natürlich 770. Okay, das geht ganz gut voran. Ein Theologe ist gestorben und wir haben Stufe 21 Regierungstechnologie. Ja, das ist natürlich aber doof mit dem Theologen. Geben wir nochmal schnell ein Kunstwerk in Auftrag und holen uns mal einen neuen. Was kriegen wir für einen Level 3? Ja, ich habe es befürchtet. Ich habe echt jetzt nur noch Level 3, Leute. Aber gut, ich will dieses Thema Missionierung endlich abschließen. Also ich hoffe, in den nächsten 50 Jahren ist das gegessen, diese Reformation. Aber sowas zieht sich bekanntlich hin. Warum haben wir plötzlich so viele Hände, die wir nicht verschicken? Habe ich das nicht mehr eingestellt automatisch? Doch. Ja, wahrscheinlich sind wir einfach so super präsent überall. Ah, Verbreitung des Protestantismus. Prima, mal wieder ein und sogar eine reformierte Provinz. Ja, wunderbar, Lappland. Okay. Zeigen wir uns an. Zack, Lappland. Da. Ist reformiert. Na perfekt. Mal endlich was Gutes. Mal endlich wieder was Gutes. So, ich lasse mal diese Ansicht laufen. Wenn wir im Krieg sind, ist das, glaube ich, auch mal ganz nett. So, Holland ist Verteidiger. Unser Handel mit den Eingeborenen von Nyborgholm hat sich als sehr profitabel erwiesen und die Wirtschaft der Kolonie stürmt zu neuen Höhen. Entweder wir kriegen 50 Dukaten oder wir halten einen Händler oder wir investieren das in Handelstechnologie. Ich lege das in Handelstechnologie. Händler habe ich genug. Sogar schon fünf. Was ich ziemlich krass finde. Und das neue Jahr ist angebrochen. Wir haben wieder einen Kolonisten. Ja. Bald ist es soweit. Da haben wir hier 1000. Ihn senden wir. Prima. Und bauen tun wir auch noch. Halt, hier war das Baumenü. Auch noch eine Rüstkammer irgendwo. Das ist mir ziemlich Banane inzwischen. So, wir haben wieder Schiffe. Prima. Ach so, und die andere Flotte ist ja hier auch noch. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Genau, unsere Transportflotte, die soll nämlich gar nicht dort liegen, sondern in der Heimat. Falls wir sie hier mal brauchen. Ab nach Gotland. Mit dir. Na, der Revoltenrisiko nimmt aber auch zu. Na gut. Immer mehr Provinzen sind betroffen, aber es sind alle die, wo ich Missionare habe. Das ist ganz klar. Okay. So weit, so gut. Somali ist Verteidiger irgendeines Glaubens. Da fällt mir ein, eigentlich braucht diese hübsche Flotte doch gar nicht im Skagerrak mehr zu liegen. Weil wir sind doch gar nicht mehr im Krieg mit diesen komischen
Ah, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich aus Versehen die Galeere dahin geschickt, die ich doch hier oben behalten wollte, zur Piratenkontrolle. So, Schottland annektiert. Und das können wir uns mal angucken. Insofern schalte ich lieber doch wieder auf diese Ansicht. Die ist einfach übersichtlicher. Ja, Mensch, Schottland. Wow, ihr macht euch. Haltet euch gut. Gegen die Engländer, die wohl immer noch, müssen wir mal gucken, immer noch in der Personalunion mit Österreich sind. Tatsächlich. Franz der Erste, Stefan von Habsburg, ist englischer König. Tja, ja, das ist schon ganz schön blöde. So, aber es ist halt, wir haben 11.000 Manpower inzwischen. Kriegen auch schon 408 monatlich. Wow. So, dass ich jetzt auch in der Tat mal, ja, 10.000 Mann auch ausheben werde, die ich auch gleich in die Kolonien schicke. Also da will ich jetzt echt auf Nummer sicher gehen. Insofern legen wir mal los. Ich denke mal 7.000 Infanteristen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 3.000 Ritter. Schicken wir, rekrutieren wir und ansonsten kommt die nächste Rüstkammer. Okay. So, Genua ist unabhängig von Burgund. Okay, was mir dabei einfällt, wir sind ja gar nicht mehr im Krieg. Oh, schon seit langem nicht. Und ich habe doch tatsächlich vergessen, den Unterhalt runterzuschrauben. Das ist schlecht. Aber ich hole es nach. Wir haben eine ziemlich fett positive Bilanz. Das halte ich auch noch einen Augenblick aufrecht. Wo haben wir schon wieder eine Revolte? Ach, die ollen Norweger sind da schon wieder am Start. Na, wer ist schneller da? Ich glaube, die königliche Armee. So, und offenbar sind auch alle Truppen fertig. Die ziehen wir zusammen und dann geht es auch rüber. Prima, 912. Oh, sehr schön. Endlich mal eine Konvertierung. Erfolgreich. Wermland. Wermland ist reformiert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, langsam geht es voran. So, 10.000 Mann an Bord, bitte. Lukrativer Handel. Ah ja, die Rebellen sind vernichtet. Okay. Auch mit geringer Moral. So, lukrativer Handel. Unser Handel mit den Eingeborenen in Westmannland hat sich als sehr profitabel erwiesen und die Wirtschaft der Kolonie stürmt zu neuen Höhen. Da haben wir dasselbe Thema. Und wieder investieren. Warum zeigt ihr mir das nicht an? Naja, egal. Wieder investiere ich das in die Handelstechnologie. So. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wann kriegen wir die 22? April 1560. Okay. Und jetzt kommen die 10.000 Mann hoffentlich gut an. Die Schiffe sind schon ein bisschen angekratzt. Aber ich schicke sie mal rüber und wir hoffen mal das Beste, dass alles gut geht.
Und außerdem baue ich, ja, es ist langweilig, wieder eine Rüstkammer. Okay, in Lüneburg, die wollen wohl protestantisch bleiben. Holland, der Kaiser ist es ja. Oh, Mailand wurde Vasall von Holland, ja. Die sind ganz schön umtriebig, was diese religiösen Fragen betrifft. Getreide. Wir haben Berichte von uns in Südland in Nyborgholm erhalten, dass das Land fruchtbar ist und so weiter. Das heißt, Nyborgholm wird Getreide herstellen. Prima, und wir halten ein Magistrat. Was sehr nett wird, ist, weil ich wieder, ihr ahnt es, Rüstkammern bauen kann. Ja, so ist das. Wenn man einmal so ein Problem analysiert hat, dann sollte man auch Möglichkeit, die man hat, voll ausnutzen. Und ihr seht, es lohnt sich auch. Ich kriege jetzt schon Maximum 49.000. Ja. Kann 66.000 unterhalten. Ja. Das ist schon ganz anständig. So, und ich habe wieder einen Kolonisten. Und jetzt ist die Frage, ob ich nun tatsächlich ihn hier schicke. Ja, das mache ich. Dann können wir nämlich weiter kolonisieren, was ganz wichtig ist für uns. So, und außerdem kann ich mal wieder Missionare versenden. Meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, da kommt er dann mal nach Bohuslän. Oh, die Armee erleidet hier doch starke Verluste auf hoher See. Naja. Oh, die Flotte sieht nicht gut aus. Ich hoffe, sie schafft es. So, prima. Wir haben. Was? Die Heretier von Bohuslän haben wir sofort konvertiert. Na, ist ja perfekt. Gut, das geht ja super, Leute. Oh, aber ich habe gerade echt ein bisschen Angst um diese Flotte. Also. Irgendwie doch keine Idee, am Lukenreich annektiert was und wir haben die Heretiker von Jilan konvertiert. Ja, sehr schön. Also jetzt geht es ja wirklich Schlag auf Schlag. So, wir sind irgendwie doch gerade so angekommen, merke ich gerade. Und ich muss hier doch mal den Unterhalt hochschrauben, weil sonst kommt mir diese Flotte nicht mehr heil wieder zurück, befürchte ich. Haben wir etwa Schiffe verloren? Ne, 13 sind es noch. Na gut. So, ein Admiral ist gestorben. Okay. So. Hakon, endlich. Wir haben einen neuen Thronfolger. Huh, sogar mit starkem Anspruch. Und ein Militärgenie. Also da können wir jetzt mal hoffen, dass er nicht so blöd ist und wieder einen Jagdunfall fabriziert. Und wir haben einen exzellenten Minister. Wir haben das Glück gehabt, einen exzellenten Minister zu ernennen, dessen Handlungen wahrscheinlich von großem Nutzen für unser Reich sein werden. So, entweder wir nutzen diese administrativen Vorzüge oder die militärischen. Ja, dann nutze ich doch mal glatt die militärischen. Prima. Und haben jetzt richtig nette Armee- und Flottentradition. Ich glaube, das nutze ich auch gleich mal aus und rekrutiere mir einen Admiral. Oha, naja, doll ist der nicht. Also wirklich, da hätte ich jetzt ein bisschen was Besseres erwartet. Also hohe Flottentradition hatte ich noch nie. Aber gut. So ist das eben. So. Ansonsten kann ich wieder bauen und es kommt wieder eine Rüstkammer an den Start. Ich bin immer noch. Aber das könnte man sich auch. Ja, langsam wird es was mit dem reformierten Glauben. Aber es ist schon ulkig, ne? Also die Reformation war nicht besonders erfolgreich in Europa. Also eigentlich bin ich das einzig relevante Land, das reformiert ist. So.
Das macht unser Revoltenrisiko. Ja, das ist auch alles akzeptabel. Ja, ich denke, es ist an der Zeit, liebe Leute, dass ich diese verbleibenden 11 Galeeren verschrotte. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Jetzt 11. So. Die werde ich einfach auflösen. Die brauche ich nicht mehr. Okay. Weg mit ihnen. Und dafür werden neue, schöne Großschiffe gebaut. Tja, oder aber warten wir noch, bis die nächste Serie von Level 21 Galeone. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob das Großschiffe sind. Das habe ich leider vergessen. Das ist ein bisschen blöde jetzt zu entscheiden. Ob ich da noch mal abwarte. Das ist wirklich doof, dass das nicht vernünftig angezeigt wird. Ärgerlich. Aber nee. Ich warte nicht ab, ich baue. Vielleicht ein Fehler, ich mach's trotzdem. Aber gut, ich muss ja nicht gleich übermäßig viel bauen. So, ich denke, das ist okay. Fürs Erste. Und mit dieser Aktion möchte ich auch dieses Let's Play beenden. Wenn euch es gefallen hat, denkt bitte an den Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter und schreibt warum. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwallen.